Doch ich bleibe auch in Zeiten der Krise Abteilungsleiter der Liebe. Und herzlich willkommen. Rettungsmission. Ich bin viel zu gut drauf. Wo müssen wir hin? Flugabwehrturm. Ja, wir müssen in die andere Richtung, oder? Es geht in beide Richtungen zum Flugabwehrturm. Was ist da denn los? Wir gehen jetzt einfach da lang. Oder ist hier zu? Ja, ist zu. Gut. Das vereinfacht die Sache. Oder das hier ist die Tür. Man weiß es nicht. Ja, das hier scheint die Tür zu sein. Oh, hi, Krogana. Alter, das sind, die sind wie Mücken. Verreckt doch. Die Kroganer werden ja... Oh, das sind Warlords. Ja, ist ja schön für ihn. Er ist trotzdem gleich hinüber. Trollololololo. Weiter geht die Spaß. Ich will jetzt keine Zeit verschwenden. Ich will unbedingt... Meinen ersten Lieutenant will ich. Will ich. Den will ich haben. Ich vermute, jetzt musste ich... Das war gerade die Entscheidung, wen ich rette. Entweder Ashley opfert sich bei der Bombe oder... Oh nein. Oder Kaelin wird am Turm gerettet. Verdammt nochmal, die Gen schicken Verstärkung. Chief, wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Irgendeiner stirbt aus meiner Crew. Irgendeiner stirbt. Die Detonationsstelle überfluten. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir sie aufhalten können. Ah! Ich aktiviere die Bombe. Was zum Teufel machen Sie da, Williams? Ich stelle sicher, dass die Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie den Lieutenant und verschwinden Sie dann schleunigst. Das werden Sie nicht. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Oh! Okay, wir gehen nochmal durch. Ashley, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Eine soziale Entscheidung, eine soziale Kündigung. Kenne ich von der Arbeit. Okay, sozialer Kündigungsgrund. Familie, Hintergrund. Was kommt da? Scheiß drauf. Ich zähle mal einfach auf, weswegen, wie ich die beiden mag. Kaiden, super nett, super trocken, keine tollen Sprüche, keine persönliche Bindung zu ihm. Keine großartige Supertaktiker, sehr gut für die Einsätze. Persönlicher Freund. Sehr sauber, aber halt nichts Prägnantes. Ashley. Super markant, wiederum. Redneck. So Südstaaten-Mentalität, ein bisschen vorlaut, steht auf uns. Darf aber nichts mit uns anfangen. Wichtiger Punkt. Dementsprechend die ewige Freundin. Zwei Freunde. Und ist einem eigentlich Teil meines Kernteams, weil sie halt eine krasse Kämpferin ist. Ja. Da wir aber eigentlich selber hauptsächlich Kämpfer sind wie sie, bräuchte ich vermutlich eher Alenko. Leute, das ist jetzt Bullshit. Jetzt mal die andere Frage, die ist auch nicht unwichtig. Wenn wir zu Ashley rennen, wird Ashley uns das ewig nachhalten? Ich denke nicht. Wird Kaelin das uns nachhalten? Ich denke schon. Ich will jetzt ein Vote haben. Ihr sollt voten. Ich will mich nicht entscheiden müssen. Okay, mach die Augen zu. Ich zähle bis drei. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich werde es dem Schicksal überlassen. 1, 2, 3. Alenko. Funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen. Ja, Commander. Ich... Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant. Tut mir leid, Ash. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Dann los. Verfluchte Scheiße! Vielleicht kommt Ashley da ja noch raus.
Wenn sie die Bombe schaut. Oh Gott. Ich habe jetzt mal gerade logisch was ganz Normales vergessen. Alenko. Hätte unter Umständen bis dahin da durchhalten können. Sie allerdings macht die Bombe scharf. Nicht gut. Nicht gut. Immerhin habe ich meine zwei schwersten Jungs dabei. Badass Garrus und... What the fuck? Sie müssen sich beeilen. Wir können die Dinger nicht länger zurückhalten. Bin schon da. Hi Kaiden. Saren, du nervst. Oh Gott. Das war eine eindrucksvolle Ablenkung, Shepard. Meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Warum tun sie das? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auflöschung? Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie haben Angst, dass Sovereign Sie beeinflusst. Sie haben Angst, dass er Ihre Gedanken kontrolliert. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Sovereign manipuliert sie. Sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Gemeinsam können wir Sovereign stoppen. Wir müssen uns nicht den Reapern unterwerfen. Wir können sie schlagen. Das glaube ich nicht länger, Shepard. Die Visionen können nicht bestritten werden. Die Reaper sind zu mächtig. Die einzige Hoffnung auf Überleben ist, sich ihnen anzuschließen. Sovereign ist eine Maschine. Er denkt wie eine Maschine. Wenn ich meinen Wert beweisen kann, mache ich mich unersetzlich. Es gibt keine andere logische Schlussfolgerung. Warum folgen die Gates, Sovereign? Sie halten Sovereign für eine Art Gott. Die Spitze ihrer eigenen Evolution. Aber die Reaktion ihrer Gottheit ist ziemlich eindeutig. Sie fühlt sich beleidigt. Sovereign will die erbärmlichen Verehrungen der Gates gar nicht. Sie sind nur Instrumente und kein noch so großer Glauben wird das ändern. Aber als Instrumente sind sie nützlich. Sie werden die anstehende Invasion überleben. Wenn organisches Leben überleben kann, müssen auch wir beweisen, dass wir nützlich sind. Wir müssen mit den Reapern zusammenarbeiten. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden.
Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Ich hatte ihn fast so weit, dass er sich mir anschließt. Beweg dich doch! Garrus, nicht sterben! Gebt ihm! Verrecksaren! Verreck! Nahkampf! Nicht Garrus! Lass Garrus! Böse! Rex! Jetzt! Rex, wo warst du? Du hast versagt. Sie lebt noch. Holt mir Ashley da raus. Ja, mach's gut, ne? Alle festhalten! Ich hatte Saren fast so weit, dass er sich mir anschließt. Wir haben Ashley verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir sie nicht retten? Williams kannte die Risiken. Sie hat ihr Leben für unseres geopfert. Aber warum ich? Warum nicht sie? Sie trifft keine Schuld, Alenko. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für sie entschieden. Aber wenn ich meinen Job besser gemacht hätte, wäre diese Entscheidung vielleicht nicht nötig gewesen. Es war nicht ihre Schuld. Und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung. Aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Commander, Ihre Visionen, haben sie sich verändert? Wissen Sie jetzt, wo die Röhre ist? Die Vision hat sich verändert, aber es ist immer noch verschwommen. Dann kommen wir so nicht weiter. Wir werden wohl nach Pharos reisen müssen. Vielleicht finden wir dort, wonach wir suchen. Ich werde Joker mitteilen, wohin unsere nächste Reise geht. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Ja. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Das ist gut. Gestartet. Commander, es ist immerhin unser Verbündeter. Ich freue mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Nein. Es ist sehr wahrscheinlich, er war verzweifelt. Informationen nutzt,
um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Ich hab euch gewarnt. Ich war bloß so nett und hab euch gewarnt. Wir brauchen fundierte Beweise. Wenn ihr das nicht glauben wollt, meine Frage. Wenn meine Glaubwürdigkeit in Frage steht. Sie haben die bitte, Autorität nach ihrem bitte, opfert die Existenz aller freien lebenden Wesen. Bitte. Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Ich hatte vorher Visionen und sie sind immer eingetreten. Aber hey, Glück, ihr seid Zauderer. Ihr seid Zauderer. Der Inbegriff von Zauderern. Ich habe ja auch Verständnis, ne? Ich bin ja auch jemand, der sagt, ja, man muss auch kritisch sein. Man darf nicht einfach so einem Prolog hinterherrennen. Ist richtig. Aber, hallo. Ich habe mit dem Typen geredet. Der war existent. Das war keine Vision irgendwo da im Off, im Traum. Ich habe mit diesem Typen geredet und ich habe Augenzeugen. Zwei Stück. Also, labert keinen Mist. Mal ohne Flachs. Oh. Zustände kriegt er. Zustände. Würmeier, nix wie weg hier. So, die wollten, dass wir nach Ferros gehen, ne? Ich werde aber trotzdem nochmal gucken. Wartet mal kurz. Oh cool, wir haben Punkte. Das geht dann auf Fitness. Mehr Gesundheit und so. Immunität ist natürlich auch was Schickes. Die Sovereign. Wir haben herausgefunden. Wir müssen die Welten Ferros, Novere, das Artemis-Klar und Würmeier erkunden. Hinweis auf die Röhre, bevor Saren sie findet. Ja, Würmeier hatten wir, Noveria hatten wir. Noveria. Das Artemis-Klar-Cluster, da waren wir und Würmeier. Ferros. Wir müssen die Röhre finden. So einfach ist es. Dazu gucken wir uns auch nochmal die dazu gehörige Videosequenz an, die hundertprozentig kommen wird. Wobei nein, wir machen es anders. Ich habe eine bessere Idee. So. Gehen wir nochmal weiter. Ich rede erstmal mit meiner Crew, die muss das seelisch verarbeiten. Das ist eine unserer wichtigeren Mitglieder. Eine, die den Leuten am Herz war, mit denen sie rumgelaufen sind, die... Vor allen Dingen Kaiden muss es verarbeiten. Und, ja. Insofern reden wir auch mit dem Doc und so. Brauchen Sie was, Commander? Ich wollte mich erkundigen, wie Sie mit Ashs Tod klarkommen. Ich komme klar, Sir. Ich möchte mich für das entschuldigen, was ich gesagt habe. Adrenalin. Verstehe. Ich verliere auch nicht gern Leute. Ich habe viele Jahre lang gedient, aber unter meinem Kommando nie einen Soldaten verloren. Jedenfalls nicht bei Feindberührungen. Wenn Sie die Frage entschuldigen möchten, wie haben Sie die Verluste auf Torfahren verarbeitet? Es war mein Job, dafür zu sorgen, dass alle wohlbehalten zurückkommen. Ich habe versagt. Ich habe geschworen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Das Gleiche gilt hier. Ich werde mich an sie erinnern und mich besser um sie kümmern. Tja, ich schätze, das ist alles, was wir tun können. Vielen Dank für den Rat, Sir. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie bei all dem noch Zeit zum Reden haben. Nachbesprechungen. Was wir über Sovereign herausgefunden haben. Der Papierkram läuft nicht weg. Haben Sie was auf dem Herzen? Ich suche nur nach einem offenen Ohr. Die Nachbesprechung war nicht der richtige Ort, um zu sagen, wie lächerlich das ist. Scheinbar ist jede Rasse der Galaxis mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie wollen nicht sehen, was ihnen bevorsteht. Wollen Sie glauben, alles sei in bester Ordnung? Klingt sehr menschlich für mich. Ja. Ich schätze, einige Dinge werden problemlos von Spezies zu Spezies weitergegeben. Ich sollte das nach dem, was Vernus zugestoßen ist, lieber nicht vergessen.
Ich denke, dass sie sauer sind wegen der Prügel, die sie von Vernus erhalten haben. Bevor ich Vernus traf, wusste ich genauso viel wie jeder andere Zivilist. Aliens waren seltsam, überlegen und versuchten uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Seit dem ersten Kontakt sind ja auch erst 26 Jahre vergangen. Das ist nicht gerade viel Zeit, sie zu verstehen. Es war Vernus, der mir gezeigt hat, wie menschlich Aliens sind. Sie sind nicht anders oder besonders. Es sind Trottel und Heilige, genau wie wir. Himmel, als ich endlich meine Rache bekam, wollte ich sie nicht mal mehr. Normalerweise sind sie nicht so reizbar. Was war letztendlich passiert? Er hat eine Frau verletzt, ihr den Arm gebrochen. Sie griff nach einem Glas Wasser, anstatt es biotisch zu sich heranzuziehen. Sie wollte einfach nur was zu trinken haben, ohne Nasenbluten zu bekommen. Und ich stand auf, wie ein Idiot. Ich wusste eigentlich gar nicht, was genau ich dann tun wollte. Nur irgendwas. Und Vernus verlor die Nerven. Er prügelte mich halbtot. Und dabei schrie er immer wieder, dass sie uns in die Steinzeit zurückbomben hätten sollen. Und in dem Moment kam das Messer ins Spiel. Ein Militärmesser. Direkt in mein Gesicht. Ich rastete völlig aus und trat ihm mit meinen biotischen Kräften voll in die Zähne. Fast so fest, wie ich es jetzt könnte. Und mit 17 soll das schon was heißen. So fest zutreten zu können, muss sie zu Tode erschreckt haben. Nicht so sehr, wie es Vernus erschreckte. Der Tritt brachte ihn um. Der Tritt brach ihm das Genick. Sie hätten ihn vielleicht retten können, wenn sie ihn schnell genug ins Krankenhaus gebracht hätten. Aber das taten sie nicht. Sein Rücktransport sorgte für großes Aufsehen. Das BAAT-Training wurde eingestellt. Kinetics war einige Jahre später am Ende. Also ja, wahrscheinlich hasste ich diesen Turianer. Ich meine, wenn ein Arschloch reichen würde, eine ganze Rasse zu beurteilen, dann müsste ich auch die Menschen hassen. Vernünftige Einstellung. Behalten Sie einen kühlen Kopf, dann werden wir prima klarkommen. Vernünftig zu bleiben ist ungefähr alles, was uns geblieben ist. Jeder andere in der Galaxis scheint den Verstand verloren zu haben. Anwesende natürlich ausgenommen. Sehr vernünftiger Mann. Was denken Sie über die letzte Mission? Was ich denke? Verdammt, keine Ahnung. Wir bekämpfen ein Volk aus riesigen Maschinen, das Millionen Jahre alt ist. Sollte ich Angst vor ihnen haben? Oder in Ehrfurcht erstarren? Etwas so Altes und Intelligentes. Ja, es gibt sie schon eine ganze Weile. Genau wie die Turianer. Und wir haben ihnen ordentlich in den Hintern getreten. Ich glaube, wir müssen noch fester zutreten, Commander. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Okay, war die richtige Entscheidung. Ich mag Kaiden. So, jetzt wo man mal ein bisschen was Menschliches sieht. Aber in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.